Hallo liebe Mafiosi, mein Name ist Don Goku und wir machen weiter mit unserem Let's Play. Im letzten Part haben wir damit aufgehört, dass wir Sarah nach Hause gebracht haben, eine wunderbare Nacht mit ihr verbracht haben und nun starten wir weiter im Spiel, starten mit der Mission Gewöhnlich besser dran in Salieris Bar und hören uns wieder mal an, was er zu sagen hat. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesem Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld. Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. Holly, Holly. Immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen? Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. Ja, krasser Typ, der Salieri. Der lässt seine Ehre auf jeden Fall nicht beschmutzen. Bevor wir nun mit der Mission richtig starten, möchte ich euch ein kleines Easter Egg zeigen. Und zwar kann man dieses wunderschöne Grammophon zum Spielen bringen. Das machen wir jetzt mal. Und es wird wunderschöne Musik, stilecht, im Stil der 30er Jahre ertönen. Finde ich auf jeden Fall recht cool, dass man auch das Grammophon hier benutzen kann. Dass man auch 30er Jahre Musik dann hört. Passend zur Zeit und zum Spiel generell. Auf jeden Fall ein schönes kleines Gimmick. Doch nun wollen wir uns wieder den Ernst der Dinge widmen. Geh zu Vincenzo und hol dir eine Waffe, finde Biff in Chinatown und frage ihn, wo sich die Rowdies verstecken. Chinatown ist der Ort oder der Stadtteil, den wir bisher noch nicht betreten konnten. Allerdings steht er uns ab dieser Mission zur Verfügung. Die Karte kann ich noch nicht öffnen, kann ich gleich. Das ist der Stadtteil nördlich von Little Italy. Wenn wir Richtung Tunnel fahren, den werdet ihr gleich sehen. Erstmal reden wir mit Winnie. Salute, Jungs. Und was steht heute an? Wir erteilen ein paar Clowns eine Lektion, Winnie. Da kann ich euch dieser hervorragenden Schläger empfehlen. Der hier ist sogar von einem Topspieler der Liga signiert. Ah, ich kann's nicht fassen. Ist das wirklich seiner? Na, wenn ich ehrlich bin, nein. Aber wenn du damit jemandem die Fresse polierst, wird ihm das ziemlich egal sein. Und noch ein paar Eisen. Man kann nie wissen. Ganz meine Rede. Ich habe diese 1911er Colts. Gute Automatik. Danke, Vinny. Die scheinen richtig Humor zu haben, die Mafiosi hier. Finde ich sehr schön. Jetzt wollen wir in unser Auto steigen. Wir können uns jetzt eins der Autos, die wir bisher erfolgreich gefahren haben, aussuchen. Da wir sowieso kein neues haben, hätten wir ein neues, würde es nämlich hier stehen. Und das müsste unser Ralfi erst wieder beibringen zu knacken. Aber da hier kein neues Auto steht, haben wir auch kein neues. Ja, immer noch unsere alten Autos. Was mich jetzt allerdings wundert, ist, dass mein Polizeiauto weg ist. Ich hab doch ein Polizeiauto geklaut. Das ist nicht mehr da. Naja, sei es drum. Wir schnappen uns unseren Falconer.
und machen uns mit ihm auf den Weg. Die Fahrt werde ich dieses Mal skippen, denn es gibt ja nichts Besonderes. Und um ein bisschen Zeit zu sparen, werde ich die Fahrt rausschneiden. Das heißt, wir fahren jetzt hier raus und sehen uns, wenn wir in Chinatown sind. Pass auf, aus dem Weg. Willkommen zurück. Wir sind da, sehen wir an dem X oben im Radar. Auf der Karte sieht das jetzt so aus. Wir sind in Chinatown, wirklich mitten in Chinatown. Und reden hier mit Biff. Oh, wie geht's, wie steht's, Jungs? Na, du alter Fettsack, wir bräuchten da eine kleine Auskunft. Was ist denn los? So eine Bande von Witzbolden hat sich in unserem Revier breit gemacht und treibt da ihr Unwesen. Sie haben Luigis Tochter angemacht. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Tom nicht da gewesen wäre. Wir müssen wissen, wo ihr Treffpunkt ist, dann können wir ihnen eine Nachricht von Don Salieri überbringen. Da bist du an der richtigen Adresse, Pauli. Ich weiß Bescheid. Es haben sich schon einige Leute über sie beschwert. Und man sagt, dass sie sich an der Servicestation bei der Terra Nova Bridge treffen. Das ist etwas entfernt von hier. Eine Art Hintertür am anderen Ende des Platzes führt dahin. Grüß sie von mir, Pauli. Danke, Biff. Du hast was gut. Wir müssen los. Gut, klar. Macht's gut, Jungs. Fahren wir direkt dahin. Ich zeige euch auf der Karte, wo es ist. Das ist wirklich nur, weil ich nicht 30 Sekunden Fahrt. Eigentlich direkt hier um die Ecke. Wir lassen Biff mal leben, fahren ihn nicht um. Netter Kerl. So. Ja, ob wir jetzt von oben oder unten kommen, ist egal. Ist der gleiche Weg. Man kann dieses Level auch auf mehrere Arten lösen. Deshalb werde ich euch auch beide Arten zeigen. Oder ja, doch, im Groben sind es zwei Arten, in denen man das Level lösen kann. Wir werden uns beide ansehen. Starten mit der Standardvariante, sage ich mal. Ich glaube, wir sind da. Sind da. Genau. Dann beginnen wir mal. Fangen wir an. Denk dran, Tom. Keine Ballerei. Genau, wir dürfen nämlich nicht schießen, denn... Aber was wir machen können, ist... das Auto noch ein bisschen besser platzieren, denn ich weiß ja schon, was gleich folgt. Keine Ballerei, denn es könnte nämlich andere Leute hier ja, hey Freundchen, darauf hinweisen, dass wir da sind. Na los, da bin ich ja mal gespannt. Wir teilen den Bastarden eine Lehre. Wir schleichen uns von hinten an und hauen ihn einfach ein über den Kopf. Ach Gott. Mein Gott, wieso bin ich so dumm? So, geht doch. Okay, Pauli läuft schon direkt da weiter, dann laufen wir auch direkt hinterher. So, eigentlich ist das im Grunde dasselbe in dieser Prügelsequenz wie davor. Man muss eigentlich einfach nur rückwärts laufen, um nicht getroffen zu werden. So, den haben wir. Oh, Pauli, du bist ja klasse. So, hier sind auch noch zwei. Ups, tut mir leid, Pauli. So, ich schlag dir wieder einen auf den Rücken. Dann sind die direkt tot, der auch. So. Jetzt zeige ich euch noch was Kleines. Und zwar, das gehört eigentlich nicht so wirklich zur Mission. Ist aber auch ein Easter Egg. Da wollte ich euch alle zeigen, die ich kenne. Und hier sind ein paar Einbrecher. Die versuchen ja in diese Hütte reinzukommen. Wenn wir die jetzt ignorieren würden, würden die uns auch ignorieren. Wir müssen gar nicht mit denen kämpfen, aber... Ah, das muss ja nicht sein, dass hier eingebrochen wird, nicht wahr? So, Nummer 1. Ihr, was macht ihr hier Schönes? Ich erlöse euch mal. Nummer 2. Da ist nichts. Da zeige ich euch gleich, wo wir da hinkommen würden, wenn wir da hingehen würden. Jetzt können wir uns eigentlich nicht sparen. Hier ist im Übrigen auch nichts. Also es ist halt... Ja, jetzt nicht so eine klassische Open World. Man kann hier nicht sich alles anschauen.
Aber das braucht das Spiel im Grunde auch nicht. Wenn wir jetzt nicht in diesem Level. Aber mit dem hier können wir reden. Zum Glück seid ihr aufgetaucht. Endlich tut jemand was gegen diese Schweine. Die Polizei unternimmt nichts gegen sie, weil einer von den Bengeln wohl der Sohn von einem hohen Tier im Rathaus ist. Ja. Das war's auch schon. Volle Unterhaltung. So, jetzt müssen wir hier die Treppe hoch. Ups. Und dann... Hier kommt uns auch nicht lang. Ich habe oft schon versucht, mal hier rüber zu springen und dann auf der anderen Seite da hinterm Zaun zu landen, aber... Es klappt leider nicht. Vielleicht kennt ihr einen Trick, ob es doch geht, wie es geht. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, dann würde ich es gerne ausprobieren. Weil es sieht sehr einladend eigentlich aus. Ich habe auch schon versucht, dort auf die Kisten zu klettern, Kisten übereinander zu stapeln, dann rüber zu klettern. Aber es funktioniert nichts. Was eigentlich sehr schade ist. Da hätte man auch sich vielleicht was einfallen lassen können, um noch einen anderen Lösungsweg einzubauen. Wäre auf jeden Fall noch eine Überlegung wert. Und wären wir diesen einen Tunnel gerade lang gegangen, wären wir einfach hier unten angekommen. Und dann sieht man, da ist ein Tor. Und hier. Wir könnten also weder links noch rechts. Da haben wir uns den Weg gespart. Jetzt fängt es hier richtig an zu regnen. Sehr ekelhaft. Hey Tom, die Typen haben Kanonen. Okay, vergiss die Baseballschläge. Okay. Dann ziehen wir jetzt auch unsere Waffe. Oh, steht auf einmal direkt vor mir, okay. Das macht mein Freund Pauli in Ruhe. War 4 Leben, okay, das ist ekelhaft. Das ist jetzt richtig ekelhaft. Das wird noch richtig knapp. Die nehmen wir uns jetzt. Die Colt, die deckt den Spezial. Ja, aber weil die hat einen 4-Schuss. Wir laden die mal nach. Hier im Übrigen kann man auch nicht lang. Was ich auch schade finde, weil wir kamen gerade die beiden rüber geklettert und man hätte das auch so spielen oder das Spiel so programmieren können, dass man hier auch rüberklettern kann. Und da sieht man diejenigen, die wir gleich verfolgen werden. Spoiler Alarm, es kommt zu einer Verfolgungsjagd. Ja, okay, man sieht einen davon, den anderen sieht man gerade nicht. Das Witzige ist, wenn man schon vorne schießen würde, dann wäre das Spiel verloren, weil Pauli sagt, ja, du hast die Anführer gewarnt, die sind jetzt abgehauen. Jetzt schießen wir eigentlich direkt vor deren Nase und die bleiben einfach dort. Das ist, ja, nicht sehr logisch. Ich muss jetzt nur aufpassen, ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Ja, wir nehmen doch lieber die Colt. So, da ist er. So, Pauli, du kannst ja eigentlich vorgehen, oder? Ja. Wieso drehst du dich um, sag mal? Wieso bist du so dumm? Oh, das war noch einer. Oh, das war knapp. Ach, Pauli. Versteck dich doch nicht hinter mir. Ich hab viel am Laufen. Ja. Ich lasse Pauli das einfach erledigen. Wenn er mal treffen würde. Okay, jetzt auch nicht. Wow, da sind ja noch mehr. Okay. Mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Stirb. Wir laden die Colt nach. Was willst du denn damit bezwecken? Ich befördere deinen Arsch aus diesem Teil der Stadt. Die Typen sind von der Mafia, Johnny. Machen wir eine Fliege. Oh, Scheiße. Schnell, zum Wagen. Wir müssen sie kriegen. So
wieder leerer. So. Befolge die fliehenden Anführer. Halt, ich komm mit. Bist du wahnsinnig? Wir machen erstmal jetzt den Weg. Man kann die Anführer schon vorher kriegen. Indem man jetzt zum Beispiel auf sie schießt. Dann hat man das Level direkt gewonnen. Aber wir ziehen das Level bis zum Ende durch. Und man kann sie auch einfach verfolgen. Und dann sehen wir mal, was passiert. Die sind definitiv ein bisschen schneller als wir. Aber das macht uns nichts. Denn ich weiß ja, wo die hinwollen. Also ich krieg die auf jeden Fall, egal wie schnell die jetzt sind. Das Einzige, worauf ich ein bisschen aufpassen muss, ist, dass ich keine Unfälle baue. Weil mein 4 Leben könnte schon der kleinste Unfall eigentlich reichen, um mich selbst zu töten. Jeden Augenblick ist das Level auch vorbei. Und jetzt passiert was total Unverhofftes. Wir fahren jetzt in so eine kleine Seitengasse. Und wie durch ein Wunder bleibt deren Auto jetzt stehen. Na sowas. Hallo, da bin ich. Geh und mach ihn fertig. Warum der auf einmal blutet, weiß ich auch nicht. Hast du Mitleid mit ihm oder was? Diese Tiere können dir doch nicht leid tun. Der würde dir doch bei der ersten Gelegenheit in den Rücken schießen. Ich dachte, was wohl meine Mutter oder Sarah sagen würden, wenn sie mich so sehen. Der hier ist am Ende. Das heißt, eine Sorge weniger. Was stehst du da rum und guckst dumm aus der Wäsche? Denk dran, wer gestern dein Mädchen flachlegen wollte. Besser, du gewöhnst dich dran. Ich gewöhnte mich dran. Neue freie Fahrtoption wurde freigeschaltet. Gut. Wir beenden den Part jetzt hier an der Stelle. Denn wie gesagt, ich möchte die Parts jetzt nicht mehr allzu lang machen. Den anderen Lösungsweg zeige ich euch dann im nächsten Part. Deswegen solltet ihr auch da wieder einschalten. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal.